Hallo und willkommen zurück bei On the Table mit dem Weekly Update. Letzte Woche musste leider krankheitsbedingt ausfallen. Da lag ich hier mit einer Magen-Darm-Grippe flach. Und ja, jetzt muss ich das, was ich eigentlich letzte Woche machen wollte, diese Woche nachholen. Ist zum einen gut, weil ja, jetzt letzte Woche ist als krankheitsbedingt auch nicht allzu viel passiert. Dafür halt die Woche davor. Und ja, mich mal alles zusammen und mal gucken, was dann am Ende jetzt hier so rauskommt. Okay, vorletzte Woche. Was habe ich da alles gemacht? Zum einen den High-Grade Yakuren von Iron-Blooded Orphans. Den habe ich dann out of the box hier so zusammengebaut. Ist ein ganz cooles Kit. Auch so vom Design her. Also mir gefällt es eigentlich ganz gut. Einige würden halt sagen, ja, mit den dicken Oberschenkeln und so sieht ein bisschen unförmig aus. Kann sein. Mir gefällt er trotzdem relativ gut. Was vielleicht ein bisschen merkwürdig ist, sind halt irgendwie die kleinen Hände und kleine Füße. Aber naja, irgendwas ist halt immer. Dann, nachdem der Yakuren fertig war, habe ich mit dem Barbatos Gundam angefangen. Der wurde dann auch noch fertig, bevor mich halt die Magen-Darm-Grippe erwischt hat. Soweit ja, es geht. Ist zwar ein ganz nettes Design, mir ist halt immer noch ein bisschen schleierhaft, warum der keine richtige Bauchpanzerung hat. Da irgendwie hier so an der Seite so vorbei, da ist halt absolut gar nichts, ist er irgendwie so ein bisschen nackig. Ist ein bisschen merkwürdig, ist ein merkwürdiges Design, aber naja, das ist aber irgendwie so mein größter Kritikpunkt an dem ganzen Suit selber, außer vielleicht, dass er dadurch, dass er doch sehr beweglich ist, in der Form dann etwas instabil ist. Also klar, wenn sich viel bewegt und viel Bewegungsfreiheit da ist, ja, biegt sich halt auch mehr irgendwie weg und nicht dahin, wo es hin soll. Das ist vielleicht so das andere Problemchen. Aber man kann es halt irgendwie nie so hundertprozentig einem recht machen. Dann wurde ebenfalls hier out of the box hier unten die drei in Grau fertiggestellt. Das Tau Ghost Team oder Stealth Team. Halt ohne Anleitung. Ich weiß nicht, bei der. Beim Bausatz lag keine Anleitung dabei, ich weiß auch nicht warum. Ging aber auch so, waren jetzt nicht allzu viele Teile, insofern passte das. Aber das jetzt nur so nebenbei, die wurden halt geklebt, warten jetzt aufs Grundieren. Die werde ich dann halt irgendwie zusammen mit dem Ghost Keel dann grundieren, aber da muss ich noch ein paar Veränderungen bzw. noch ein bisschen magnetisieren und dann können die zusammen grundiert werden. Und so lange bleiben die erstmal so ein bisschen nackt hier rumstehen oder halt rumliegen, da wo ich sie halt hinpacken werde. Dann diese Woche, wie gesagt, hauptsächlich krank. Als es mir dann ein bisschen besser war, habe ich dann mit dem Gushan hier rechts angefangen, den dann jetzt auch fertig zusammengebaut. Ist soweit ein ganz nettes Kit, zumindest mal die obere Hälfte. Über die untere Hälfte, naja, da kann man drüber streiten. Mir gefällt die untere Hälfte leider nicht so sehr. Halt oben, Oberkörper, Kopf, Arme, Schultern, alles cool. Aber halt diese Stummelbeine, mal die vielleicht ein bisschen verlängern könnte. Also man kann natürlich, nur ich nicht.
Deswegen, man könnte halt hier irgendwie abschneiden und dann halt, ja, im Prinzip den Oberschenkel hier irgendwie verlängern. Nur dann passt das, glaube ich, auch von den Proportionen her nicht mehr ganz so gut. Müsste man sonst auch noch was Ähnliches halt hier im Unterschenkel halt machen, damit das halt ja, ein bisschen passend ist. Aber halt hier unten, das wäre schon ein bisschen schwieriger als hier oben. Deswegen lass ich es lieber mal und ärgere mich, dass halt ja, irgendwie das Design so gedrungen halt ist. Wie er besser aussehen würde, sieht man dann hier so im Hintergrund, nachdem er hier fertig war und ich sämtliche Videos für alle drei, nee, für ihn habe ich noch gar kein Video gemacht, sondern nur für die zwei, da habe ich nur ein Out of the, Quatsch, nur ein Unboxing-Review gemacht. Als ich hier dann alle soweit im Kasten hatte, ist mir ja natürlich dann eingefallen, dass ich ja auch noch den Kshatriya habe, der so vom Design her ja doch ja, so ein bisschen Ähnlichkeit halt hat. Nur so ein bisschen. Und ja, der gammelte jetzt dann halt schon so ein ganzes Jahr in einer Schachtel rum, halt auseinandergebaut. Deswegen habe ich mir da jetzt irgendwie ein Herz genommen und die nochmal ja, wieder zusammengefriemelt. Zumal ich jetzt sowieso erstmal vieles out of the box baue, um es mir dann so ins Regal zu stellen, um ja mal irgendwie so eine Idee zu haben, was ich dann tatsächlich draus machen will. Deswegen beim Kshatriya hatte ich ja schon mal angefangen, da so ein paar Sachen zu modifizieren. Man sieht es eventuell so ein bisschen auf dem Video, dass da halt so ein paar Plates schon aufgeklebt sind und so weiter. Im Prinzip, wo es dann jetzt am meisten gehangen hatte, war es am Panel-Line-Scriben. Und ja, da konnte ich mich irgendwie nie so durchringen, da irgendwie weiterzumachen. Deswegen lag der jetzt hier die ganze Zeit auf, ja, auf Halde und staubte vor sich hin. Und ja, jetzt habe ich ihn einfach nochmal zusammengebaut. Der wandert dann jetzt irgendwie in den Schrank rein. Und vielleicht küsst mich dann nochmal die Muse in Form von, dass da irgendwie was weitergemacht wird oder irgendwie was ja, überhaupt gemacht wird. Mal schauen. Deswegen, der steht jetzt dann einfach mal da rum. Dann habe ich ihn auch im Blick und weiß vielleicht, was dann irgendwann mit passiert. Das gleiche gilt auch jetzt für die IBO Suits. Also ich werde versuchen, erstmal soweit alle einfach nur mal so out of the box zu bauen. Ich hatte eigentlich vorgehabt, so, ja, mehr oder weniger die ganzen Suits irgendwie zu kitbashen, aber ich glaube, ich komme von der Idee wieder so ein bisschen weg, weil das dann doch nicht so funktioniert, wie ich es mir vorstelle. Deswegen könnte es eigentlich sein, dass dann doch viele einfach original gebaut und einfach irgendwie ein Custom Farbschema bekommen. Deswegen hier beim Barbatos wird vielleicht noch irgendwie so das ein oder andere verändert werden, aber jetzt nicht in der Art und Weise, wie es eigentlich vorgehabt hatte, sondern irgendwie ein bisschen was anderes. Muss ich aber dann noch ein bisschen genauer überlegen, aber halt jetzt hier der Jakurin, der wird sehr wahrscheinlich so bleiben, wie er ist. Also von der Form her. Sondern dass er einfach nur irgendwie in den Farben geairbrushed wird. Das gleiche halt für den Gushan. Und ja, aber ich habe noch ein paar IBO-Kits hier rumliegen. Insofern wird mir noch so ein paar Wochen
hier so ja, ein paar Wochen noch drauf warten, dass ich dann irgendwie noch was ja, zu hier zusammengebaut bekomme und das Regal halt mit Out-of-the-Box-Builds von den Kids dann ein bisschen noch gefüllt wird. Ja, so viel zum Bauthema an sich. Vielleicht noch so zwei, drei Dinge in eigener Sache, was indirekt mit Modellbau zu tun hat. Deswegen jetzt zum Beispiel, wie es auf YouTube weitergeht, wie es auf Twitch weitergeht. Also streamen werde ich jetzt nicht mehr. Also jetzt nachdem ich so ein paar Tage Zeit hatte und etwas drüber nachdenken konnte, bin ich dann doch zum Schluss gekommen. Also streamen ist momentan bei mir jetzt so leider nicht drin. Mir fehlt da echt irgendwie so ein bisschen die Zeit, das irgendwie alles zu koordinieren mit meinen Let's Play-Sachen, mit allgemeinem Bauen. Und mir hat es auch nicht so hundertprozentig gefallen, als ich da irgendwie vor der Kamera, ja im Prinzip irgendwie vor der Kamera zu bauen, irgendwie so versteift, irgendwie zu gucken, dass man irgendwie immer ein Teil im Bild hat, was man dann irgendwie ausschneidet oder schleift. Dann sieht man selber nicht, was man macht und so weiter und so fort. Deswegen will ich es jetzt erstmal sein lassen. Deswegen für viele oder für viele ist gut, so viele haben jetzt auch nicht zugeguckt. Für einige ist es vielleicht enttäuschend. Ist halt klar, vor allen Dingen, weil es jetzt halt dann auch so ja, von jetzt auf gleich passiert. Ich wollte eigentlich jetzt letzten Freitag so einen 6-Stunden-Stream halt machen, halt so gucken, wie das dann halt sonst irgendwie ankommt. Aber ja gut, durch Krankheit muss ich das halt schon vorab irgendwie absagen. Auch wenn es mir jetzt am Freitag eigentlich ganz gut ging. Aber ich wollte da jetzt dann auch nichts irgendwie Großartiges riskieren und überhaupt, man war ja immer noch so ein bisschen wackelig auf den Beinen und so weiter. Deswegen habe ich es dann sein gelassen. Und ja, in der Woche ist mir dann halt. Habe ich mir dann halt auch gedacht, nee, im Prinzip brauche ich jetzt auch nicht irgendwie nochmal anfangen mit Streamen. Eigentlich wollte ich jetzt dann noch irgendwie erst warten, bis mein Urlaub vorbei ist, halt im Urlaub noch ein bisschen streamen. Aber nee, also ich habe da jetzt auch irgendwie keine Ambition für. Deswegen, man sollte aufhören, solange man da noch irgendwie halbwegs Spaß dran hatte und nicht irgendwie ja mit Gewalt irgendwie versuchen, da irgendwas zu machen. Also insofern kein Stream mehr, zumindest mal in diesem Jahr nicht. Vielleicht Anfang nächsten Jahres mal gucken mit irgendwie keine Ahnung. Keine Ahnung, wie ich es dann halt mache. Zum anderen mit Let's Plays werde ich auch aufhören. Was jetzt absolut gar nichts mit On the Table und Modellbau zu tun hat. Aber trotzdem schon mal so vorgewarnt. Ja, Let's Plays wird es dann auch keine mehr geben. Die aktuellen Projekte werden natürlich beendet. Insofern wird es bestimmt noch Herbst werden, bis alles durch ist, halt Witcher dauert noch, Far Cry wird auch noch ein bisschen dauern, gut, Deponia wird wohl als erstes dann beendet werden, aber es wird dann halt kein Folgeprojekt oder sonst mehr irgendwie was gestartet, sondern ich werde die Projekte einfach nur noch beenden und wenn alle drei dann fertig sind, dann ist dann mit den Let's Plays Schluss. Dann gibt es dann vielleicht irgendwie ein, zwei Wochen gar nichts auf dem Kanal. Und dann werde ich versuchen, mich ein bisschen mehr hier aufs Modellbauen zu konzentrieren. Insofern hat das jetzt dann doch irgendwie was damit zu tun und passt dann doch hier in die Folge rein. Ja, dass ich mich dann ein bisschen mehr mit dem Modellbau beschäftige,
sei es dann halt, dass ich dann halt durch durch die freie Zeit oder ja, durch die Stunden, die mir halt dann irgendwie fürs Let's Playen, oder nicht mehr Let's Playen zur Verfügung stehen, dass ich dann halt vielleicht ein bisschen höheren Durchsatz halt hinkriege, halt mehr Reviews hinbekomme und ja, mal schauen. Vielleicht werde ich dann auch mit den Tutorials weitermachen. Mal schauen. Also nur das mal noch so mit am Rande. Also wie gesagt, irgendwie dann halt im späten Sommer, Herbst, dass sich da halt auch auf meinem Channel ein bisschen was ändert. Na gut, im Prinzip war das alles, was ich für diese Woche beziehungsweise letzte Woche ja, zu sagen habe. Und ja, dann hoffe ich, dass ich auch noch jetzt die nächste Woche ein bisschen was hinbekomme. Deswegen, morgen ist jetzt noch Ostern, ist noch frei. Und ja, ich hoffe, alle haben die versteckten Eier gefunden. Und ansonsten, ja, dann halt auch nur noch 4 Tage arbeiten. Da will ich vielleicht bestimmt auch noch irgendwie einen Kit irgendwie hinkriegen. Mal schauen. Und ja, dann sieht man sich hoffentlich, sofern wieder nichts dazwischen kommt, eventuell dann nächste Woche wieder mit einem Weekly Update. Also bis dahin.